Deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal gekonnt, wie ich bin, erstmal nach oben buxieren. Und hier fix rein. So. Was sagt denn unsere... Das ist auch schon alles sehr fertig. Das sieht auch alles mal schick aus. Jetzt schon 25. Dann können wir uns gleich Brote fertig machen. 25 Saat können wir erstmal hier ausbringen. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel. 15 Dings haben wir jetzt auch schon wieder. Es wird allmählich. Es wird. So. Haben wir wieder 5 Brote. Futtern wir die mal eben weg. Huch. Ach ja. Ha! Da war ja was. So, jetzt brennen die Nachbarn da draußen erstmal weg. Und jetzt können wir mit dem Eimer nochmal so ein bisschen dem Quarry etwas helfen. Beziehungsweise nicht helfen, sondern... Oh, da baut er jetzt seine Frames auf. Und an diesen Dingern wird nachher die... ja, da wird nachher die Maschine dran langfahren. Und dann kommen hier so Balken, kommen hier dann so rüber, so zwei bewegliche Balken. Und dann ist da so ein Dings nach unten ist da dran, was dann quasi die Steine abbaut. Der baut jetzt sogar immer links und rechts auf. Ein links, ein rechts, ein fallen lassen. Wie viel hat er hier noch drinne? Hitze von 300 Grad. Das geht alles noch, muss ich sagen. Kann man dann noch abschalten, wenn es zu viel wird. Deswegen würde ich ganz gerne die hier nochmal wegreißen. Und die setzen wir dann nämlich hier oben dran. Dann können wir nämlich unter durchlaufen. Das ist gerade praktischer, muss ich sagen. Falls dann nämlich irgendwas sein sollte, dass wir das Ding fix abschalten müssen, dann können wir nämlich, brauchen wir nicht außen rumlaufen, dann können wir das einfach so zack, dann können wir wieder hin. Wir können auch einmal zwischendurch sowieso abschalten. Das müsste die Hitze eigentlich weniger werden. Ja gut, warum der jetzt da hinten nicht weitermacht, ist mir gerade auch ein Rätsel. Schaltet der vielleicht den Quarry mit ab, wenn ich die Engine abschalte? Das kannst du nämlich auch haben. Ha. Dann kann man das hier sehr gut sehen, wie der den ganzen Mist jetzt aufbaut. Und dann wird er hier die Seiten hochziehen, diese 4. Und dann macht er dasselbe oben nochmal und dann schaltet sich die Maschine auch endlich ein. So, aber was ich eigentlich machen wollte... Huch. Hier hinten schon mal ein bisschen was wegschaufeln, damit das Wasser vernünftig fließen kann. Obwohl er das eigentlich auch so hinkriegen müsste. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Obwohl das eigentlich alles sehr gut aussieht hier. Vielleicht bis auf diese Ecke, obwohl die müsste er auch hinkriegen. Nee, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das hinkriegt. Dass das dann alles schön zusammenläuft. Da geht er jetzt da lang, baut den Frame auf. Gut, wenn wir hier eh schon mal da sind und die Axt noch dabei haben, dann können wir gleich nochmal einen Gummibaum fällen da hinten vielleicht. Gummi werden wir noch mehr brauchen. Mit Sicherheit sogar. Und dann können wir anfangen, die Sortieranlage einzubauen. So, da ist der andere Gummibaum, den hatten wir noch nicht ganz gefällt. Das können wir jetzt gleich mal machen. Wenn wir da dann hochkommen, heißt das. Haben wir noch irgendwas dabei zum Draufsteigen? Natürlich nicht. Machen wir das anders. Schnappen uns den nächsten Gummibaum. Das ist er hier, glaube ich. Ne, das ist nicht er. Das ist der aber so ähnlich. Egal, den können wir auch gleich mal wegnehmen. Dann hagelt es hier nämlich wieder Holz. Der kommt auch weg. Jetzt hat man sehr gut gesehen, dass die Axt sich ordentlich auch verbraucht dabei. Nämlich alles, was... Huch. Alles, was die nämlich brauchen würde, wenn man den Baum normal abholzen würde.
So, und dann haben wir hier auch die Kakaobohnen jetzt gleich wieder mit. Hatten wir die hier angepflanzt oder hatten wir die? Wir hatten noch auch welche angepflanzt. Egal, jetzt als nächstes wird jedenfalls die Kakaoplantage kommen. Die werden wir nämlich auch brauchen, weil ich mich immer ganz gerne von Keksen ernähre. Die möchte ich gerne hier drüben mit ransetzen. Da werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen Platz für machen. Oder die können wir eigentlich auch hier ransetzen eigentlich. Das ist auch eine Idee. Die brauchen wir ja auch nicht, den nehmen wir hier weg, das ist mir gerade Wurst. Da kam sogar noch ein bisschen Sticky Resign raus. Da quatscht mich mein Handy gerade von der Seite an. Dass der Akku vollständig geladen ist, das ist ja sehr schön. So, jetzt habe ich wieder mal keine Erde. Die kann ich mir da hinten aber nochmal wegnehmen hier. Da werden wir sowieso noch ein bisschen das. Da liegt auch noch Erde. Erde sollten reichen, schätze ich mal, damit wir hier den Kram so ein bisschen dicht bekommen. So, jetzt roden wir das hier mal kurz alles weg hier, damit wir hier die Kakaoplantage hinsetzen können. Da kam sogar noch etwas Saat gerade, Weizensaat wieder. Huch. Und dann haben wir die Nahrungsversorgung nämlich auch gleich fertig. So, jetzt war das ganz praktisch, dass ich da Tropenholz abgeholzt hatte. Das brauchen wir jetzt nämlich. Huch. Machen wir drei zwischen frei immer. Das soll mir erstmal lang. Ne, jetzt habe ich die falschen gerade genommen. Die hier brauche ich. So, dann können wir jetzt hier nämlich zack, 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 zack die Kakaoplantage setzen. Die werden wir später auch noch automatisieren. So, haben wir das fertig. Haben wir den für den Rest auch schon mal was vorbereitet. Ah, hier baut er jetzt gerade die Frames nach drüben. Die Seiten hat er schon fertig. Mensch, der ist ja richtig fix zu Gange hier, muss ich ja mal sagen. Das gefällt. So, das hier kann ich einmal wegnehmen. Da muss irgendwo noch einer liegen. Da, den bauen wir jetzt da wieder an. Der macht ja mal richtig Dampf hier. Das ist ja richtig schön. 300 Grad hat er überschritten. Ja, das ist doch schick. Stirling-Motor. Naja. Und mal gucken, was passiert, wenn er hiermit fertig ist. Gut, dann können wir das Ding nämlich mit Koks beheizen. Das passt mir ganz gut. In meinem anderen Welt habe ich das mit dem Energy Link gemacht und dann mit elektrischen Motoren. Und das hat so viel Energie gefressen. Aber durch die Kokskohle kann man das Ding hier relativ günstig betreiben eigentlich. Ist auch bald fertig hier mit der Seite. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann kommen die Sachen hier nämlich alle hier durch, wandern sie und dann wandern sie nach unten in unser Lager. So, und da werden wir anfangen, jetzt was ein bisschen was auszuhöhlen. Für unser Großraumlager möchte ich das jetzt schon fast mal nennen. Zack, hier werden wir die Fackel wegnehmen. Die werden wir dann lieber hier drüben hinsetzen. Zack, und dann werden wir hier eine hinsetzen und dann werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen was wegnehmen. Das werden wir nachher auch noch mit der anderen Maschinerie koppeln. Das wird dann oben erst durch die Erzverarbeitung laufen wahrscheinlich. Oder es wird vielleicht erst hier unten durchlaufen und das Erz wird dann wieder hochgepumpt. Das müssen wir dann mal sehen, wie ich das dann am besten nachher mache. In meiner anderen Welt habe ich das alles komplett unterirdisch gemacht. Aber hier habe ich mir gedacht, Mensch, kannst du auch oberirdisch machen. Versuchen wir das mal. Ist mal was Neues für mich. Ich würde mir ja noch ganz gerne ein paar andere Sachen jetzt bauen, aber da haben wir noch nicht die Möglichkeiten für, weil uns jetzt wieder mal das Zinn fehlt. Zum Beispiel der Drill, den brauchen wir nämlich noch. Verzauberungskram wird dann auch bald irgendwann kommen. Wir haben ja sogar noch zwei Diamanten über. Wenn wir jetzt noch drei Obsidian hätten, was ja auch irgendwann automatisch kommt, jetzt durch den
durch den Steinbruch da draußen. Ich will immer noch Quarry sagen. Ich muss mich mal daran gewöhnen, dass das Scheißding jetzt Steinbruch heißt. So, dann machen wir hier mal ein schönes, großes Lager draus. Da werden wir wahrscheinlich auch noch eine Betriebsebene auch noch einbauen. Die wird dann auch noch mal ein paar Höheneinheiten haben. Dann müssen wir die U-Bahn vielleicht wieder wegruppen da unten, weil das Lagerhaus, das wird echt ein Großprojekt werden. So, dann kommt das hier runter, wird hier zwischengelagert. Da können wir es nachher rauspumpen durch die Betriebsebene. Und hier werden dann die ersten Truhen hingesetzt werden. Huch. Was sogar sehr gut... Hallo? Sehr gut funktioniert, weil wir hier hinter dann wieder aushöhlen können. Weil wir brauchen hinter den Truhen 3 Platz. Können wir lieber ein Stück weiter nach hinten gehen und da erst die ersten Truhen setzen. Das müssen wir dann gleich mal sehen. Das wird jetzt hier sicherlich etwas dauern, deswegen nehme ich erstmal die schnellere Hacke. Die wird aber auch gleich hinüber sein. Material müssen wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen. Kohle vielleicht, die werden wir vielleicht noch brauchen, um die zu verkoksen, aber zum Glück hatten wir gerade noch eine Eisenhacke über. Ne? Na, nimmst du das Ding da weg? Und den nimmst du weg und den nimmst du auch gleich raus. Dann setzen wir hier nochmal eine Fackel hin und dann würde ich ganz gerne erstmal ein paar Steinstufen fertig machen. Die werden wir jetzt nämlich erstmal runtersetzen. Huch. Dann haben wir mal 8 Stück. Das reicht auf jeden Fall. Mit 4 bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich noch nicht ganz weiß, wie ich das jetzt hier am besten mache. Also hier kommt auf jeden Fall schon mal eine hin und da kommt schon mal eine hin. Das ist ja schon mal klar. Dann würde ich aber hier auch noch ganz gerne was hinhaben. Und dann haben wir schon wieder keine mehr. Verdammt. Ich habe eben nur 4 gemacht, keine 8. So, jetzt haben wir aber genug. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Dann können wir hier hinten nachher nämlich die ersten Truhen setzen. Die werden dann durch Filter und Tubes werden die dann brauchen. Brass Ingot brauchen wir bestimmt. Der entstellt sich aus Brass Blend. Und das wird hergestellt durch 2 Bronze. Und Bronze stelle ich her durch Bronze. Und das wird hergestellt durch Bronze Dust. Und Bronze Dust kriege ich, indem ich pulverisiertes Kupfer und Zinn... Ach, verdammt, das haben wir wieder nicht. Zinn haben wir noch nicht. Lasst mich das korrigieren. So, der müsste draußen auch bald fertig sein mit dem Aufbauen. Und dann sollte eigentlich losgehen. Können ja mal kurz rausluschern, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Monster gibt es hier gerade auch nicht. Da kommen schon die ersten Gegenstände. Sehr schön. Da kommen sie. Sand und Erde und... Oh, ist das schön. Ja, wunderbar. Er hat kaum noch Hitze. Ihm müssen wir noch ein bisschen was verbraten. Da kommt erstmal wieder was rein. Schön. Das läuft. Da zieht er sich die Sachen nämlich jetzt aus dem Quarry raus. Hier hinten das Ding, das muss das sein, was es abbaut hier. Huch. Uah. Mistviecher, geht weg. Ich will nichts von euch. Ihr seid die Schlimmsten. Naja, die fast die Schlimmsten. Nervige Zombanden hier. Ja, die machen meistens so einen Krach, dass man die Creeper nicht mehr mitkriegt. Mal kurz zu dem Ding da hingehen. Zack. Ja, hier gibt es jetzt gerade einen kleinen Grafikbug, wie ich gerade erkennen kann. Und er macht nicht weiter. Er macht schon weiter, aber relativ langsam. Weil er kaum noch Saft hat. Das Aufbauen, da braucht er wohl weniger Saft für, aber fürs Abbauen braucht er ordentlich Saft. Da werden wir vielleicht dann noch einen zweiten Motor hinsetzen müssen.